Jo, hey Leute und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Ich hatte leider im letzten Video ein paar Informationen tatsächlich vergessen, einfach weil ich ja immer so sehr strukturiert meine Videos mache, nämlich ohne Struktur. Und deshalb möchte ich einfach in diesem Video auch noch mal ein bisschen was loswerden. Und zwar möchte ich euch an ein Event erinnern, ja, was ich so auch noch gar nicht auf YouTube quasi davon berichtet habe. Am Samstag geht's nämlich los. Und das sind ja nur noch ein paar Tage, ist mir gerade aufgefallen. Und deswegen, Leute, am Samstag um 13 Uhr streame ich auf twitch.tv/satanilp. Leute, da müsst ihr einfach einschalten, denn es ist ein ziemlich krasses Projekt. Ich muss jetzt mal gerade an meinen PC und mal gerade hier so nebenbei was öffnen. Und wenn ich das schon lese alleine, das ist schon geil. Und zwar geht Legends of Twitch in eine neue Runde. Vielleicht kennt der ein oder andere dieses Projekt. Ich war schon beim ersten Mal dabei, ist aber ein bisschen gefloppt, das Projekt, weil einfach nicht so gut, ne, nicht so gut organisiert war und so weiter. Und ich habe auch dieses Mal wieder die Einladung bekommen, dabei zu sein und bilde ein Team mit MMMED. Ja, bei diesem Event geht es natürlich um Minecraft und ja, es ist quasi wie Varo, ja, nur auf Twitch das Ganze und an einem Stück quasi. Also es wird ein Event sein. Und ja, es sind sehr, sehr viele coole Infos, die man da sich noch angucken kann, die Regeln und so weiter. Das alles könnt ihr auf der Homepage nachlesen, legendsoftwitch.de. Da steht wirklich alles drauf, welche Teamnamen es gibt, wer in den Teams ist, Partner und alles Mögliche. Also da steht wirklich alles Mögliche. Es gibt auf jeden Fall 18 Teams. Lese ich hier gerade mal ganz schön ab, weil ich kann mir auch nicht alles merken. Und YouTube-Abonnenten, die das, also das ist so eine kleine Statistik, kann man auch übrigens auch auf der Homepage nachlesen. Dieses Projekt, also die YouTuber, die daran teilnehmen, also ich kann ja mal ein paar Beispiele nennen: ZanderLP, Earlyboy, Dalukat, Verium, das sind ja alles YouTuber, die sollte man kennen, wenn man viel in der Minecraft-Szene unterwegs ist. Kennt ihr sicherlich alle. So. Und insgesamt hat dieses gesamte Projekt ein Volumen von 1,36 Millionen YouTube-Abonnenten. Also so viele Zuschauer haben alle YouTuber zusammen. Das ist krass, Leute, wenn man sich diese Zahl so ein bisschen mal überlegt. 1,36 Millionen. So, und dem gegenübergestellt, jetzt nur, es sind natürlich auch Livestreamer dabei, die nur livestreamen. Und das sind 718.000 Fans. Also Leute, da werden auf jeden Fall ziemlich viele Leute zugucken. Ich bin mal gespannt, wie viele es dann am Ende letztlich werden. Dass wir 700.000 natürlich nicht in den Streams haben werden, ist klar, versteht sich von selbst. Aber ich bin mal optimistisch, dass wir es hinkriegen, dass tatsächlich 20.000 bis 30.000 Leute dieses Event verfolgen werden. Das ist natürlich sehr, sehr cool bei einem Live-Event und deswegen seid mal einfach dabei, es wird auf jeden Fall krass werden und ich versuche noch meine Streams bis dahin auf jeden Fall wirklich zu optimieren und dann auch noch mal ein paar Test-Streams vorher rauszuhauen. Vielleicht schaffe ich das tatsächlich auch sogar heute. Ich muss dann mal gucken, ne? Aber Leute, nehmt es mir nicht übel, wenn nicht. Es geht auf jeden Fall bald los. 13 Uhr, Samstag, einschalten, twitch.tv/satanielp und dann sehen wir uns hoffentlich und drückt mir die Daumen hier, ne, bei diesem Event, dass wir Team Zatamet, so heißen wir übrigens, Zatani und MMMED, ne, und dann Let's Rock, wir kriegen das schon irgendwie hin. Also Leute, in diesem Sinne, bis Samstag und bis dahin, ja, hoffen wir mal, dass es nicht so regnet wie heute. wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute und viel Spaß. Also Leute, ciao!